hast. Lydia, ich... Lass mich. Jetzt komm schon, beruhig dich, ja? Du sollst dich vor spitzen Gegenständen in Acht nehmen. Sie hat sich am Ende erstochen vor Kummer. Wäre ja schade um das schöne Kleid. Ich wollte dich nicht verletzen. Lydia, das musst du mir glauben. Ist es nicht eigentlich so, dass du mich sehen wolltest? Es ist aus. Ein für alle Mal. Nein, das tust du nicht. Wenn du je was für mich empfunden hast, dann gehst du. Hier kommen wir nicht voneinander los, aber wir müssen. Jetzt komm schon, lass uns noch einmal treffen. Ein letztes Mal. Und in Ruhe reden, okay? Was hast du vor? Du fährst jetzt nach Hause, dann nimmst du einen Bad und dann fliegst du mit Sebastian nach Kanada, okay? Aber ich werde mich hier um alles kümmern. Du musst mich jetzt vertrauen, Lydia. Das Schicksal meint es eben gut mit uns. Was auf mich zukommt, aber ich möchte dich wissen lassen, dass du dir keine Sorgen machen musst. Niemand wird jemals irgendetwas erfahren, weder was Jens noch was unsere Liebe angeht. Ich habe dir wunderschöne Momente zu verdanken, werde alle Schuld auf mich nehmen. Die Konsequenzen sind mir egal, Ansgar.
habe mir solche Sorgen gemacht. Du hast dir Sorgen gemacht? Um mich? Hey. Das musst du nicht. Ich komme hier raus, früher oder später. Warum? Warum tust du das alles für mich? Weil ich... Und auf geht's. Los jetzt. Mach keine Dummheiten, okay? Ich brauche Zeit. Ich muss das alles erstmal verarbeiten. Ja, natürlich. Das ist völlig in Ordnung. Ich kann warten. Das werde ich auch. Auch wenn es mir schwerfällt. Tut mir leid. Mir nicht. Ich liebe dich und es ist mir egal, was die anderen denken. Du bist unmöglich. Ja, aber deswegen liebst du mich. Du bist so... Sehnsucht nach dir. Na, da müssen wir doch gleich was dagegen unternehmen. Ja, ich bin schwanger. Das heißt, wir bekommen ein Baby. Das ist ja großartig. Ich liebe dich. Tochter kennenlernen. Deine Tochter? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Mädchen wird. Hallo, kleine Prinzessin, hier spricht dein Papa. Moment mal, meine kleine Prinzessin hat keine Kiemen, sondern die hat süße kleine Öhrchen, blonde Haare und auch so ein süßes Lachen wie so eine Mutter. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich auf unsere Familie freue. Und Hannes freut sich bestimmt auch über sein kleines Geschwisterchen. Ach, du bist wirklich süß. Ja, ich weiß. Und du bist wahnsinnig. Du kannst doch in deinem Zustand nicht Möbel rücken. Der Fernsehtisch hat Rollen. Ja, aber trotzdem. Für das Grobe ist der Papa zuständig. Ich weiß ja, dass ich mich hier völlig nutzlos fühle. Ja gut, dann Couch ans Fenster. Ich will nicht mehr so lange warten.